Willkommen zu Leine Bergland in Schlagzeilen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Marienhagen. Am 2.3.2023 gegen 10.30 Uhr kam es auf der B240 unmittelbar nach dem Ortsausgang Marienhagen in Fahrtrichtung Wensen zu einem Vollbrand eines Pkw. Der Land Rover Discovery aus dem Baujahr 2009 fing laut Fahrzeugführer plötzlich Feuer. Der Fahrzeugführer sowie seine Mitfahrerin begaben sich unverletzt aus dem Pkw. Die Ursache für den Brand ist derzeit unklar, jedoch mutmaßlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Die freiwilligen Feuerwehren Deinsen und Duingen löschten den Pkw vollständig ab. Durch die Löscharbeiten und dem damit verbundenen Schaum sowie austretender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden. Die Fahrbahn war für die Dauer der Maßnahmen mehrere Stunden vollständig gesperrt. Kapellenhagen. Heike Haubruck und Heinrich Thielke in Kapellenhagen sind beeindruckt von dem vielen Zuspruch für den neuen Verein. Vor kurzem wurde der Förderverein Nutztier Arche Swinskan gegründet, der sich der Erhaltung der rotbunten Husumer verschrieben hat. Der Bestand dieser Schweineart in Kapellenhagen ist der größte seiner Art in ganz Deutschland, wovon es insgesamt nur noch 120 eingetragene Zuchttiere weltweit gibt. Der Schweinegarten in Kapellenhagen ist einer der wenigen Höfe, wo die Schweine einen umfangreichen Auslauf im Freigelände genießen und ausgiebige Sozialkontakte haben. Immer wieder erleben zudem Besucher, dass Schweinezucht nicht im Konflikt mit Tierwohl stehen muss. Durch die Kündigung der Hofstelle, die Leine Deister Zeitung berichtete, ist dieser Betrieb in seiner Zukunft aber bedroht. Der Hof hat mittlerweile viele Unterstützer, die aus der ganzen Region kommen. So wurde mit der örtlichen Sparkasse etwa auch ein Crowdfunding-Projekt angeschoben, was aber noch an der Gemeinnützigkeit hängt. Das Finanzamt Eifelt prüft derzeit die Gemeinnützigkeit noch intensiv, was die letzte Hürde für die Spendenaktion darstellt. 350.000 Euro muss der Verein sammeln, um einen Alternativhof in Wurfweite zum bisherigen Bauernhof kaufen zu können. Dort soll die Erhaltungszucht fortgesetzt werden, wofür die beiden bisherigen Betreiber auch schon Nachfolger gefunden haben, die das Vorhaben nach ihrem Ruhestand weiterführen. Um auf die Aktivitäten und die Spendenaktion aufmerksam zu machen, wurde jetzt ein Flyer gefertigt, der großflächig verteilt werden soll. Das Spendenkonto bei der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine für die Nutztierarche Swinskan e.V. wurde unter der IBAN DE29 2595 0130 0057 2065 98 und der Big No Lade 21 HIK, alles Großbuchstaben, bereits eingerichtet. Doch aufgrund der fehlenden Gemeinnützigkeit können bisher noch keine Spendenquittungen ausgestellt werden. Brüggen. Die Jäger im Brüggener Kölf nutzten jüngst einen Tag, um einer ungewöhnlichen Beute nachzustellen. Sie machten Jagd auf Müll, der unachtsam in der Natur weggeworfen wurde. Innerhalb von 3,5 Stunden sammelten sie gut 8 Säcke Müll und weiteren Unrat. Es kamen 3 Räder, ein Schild, Radkappen, Flaschen und reichlich Plastikmüll zusammen. Silikonkartuschen wurden etwa im Bereich der Abzweigung der L480 zur B3 entsorgt. Da die meisten Pflanzen noch im Winterschlaf ruhen, konnte der Unrat gut gefunden und geborgen werden. Allerdings sei die Menge des Mülls erstaunlich, da ein Teil des Reviers im Wasserschutzgebiet liegt. Liebe Zuschauer, wie Sie wissen, lohnt es sich auch immer auf Leine Bergland TV mal nach interessanten Jobs oder Ausbildungsstellen zu schauen. Hier unsere aktuellen Gesuche. Duingen, das Autohaus Duingen sucht Verstärkung. Bitte sehr. Bye.
Hallo, ich bin Anastasia. Ich bin Heilerziehungspflegerin und arbeite im Emil-Isamayer-Haus. In meiner Ausbildung hatte ich 3 Praktikas, die sollten eigentlich dual sein. Aufgrund Corona war das nicht möglich, da waren das Blockpraktikas. 2 Jahre lang habe ich in Kindergärten gearbeitet, in Integrativen. Und dann mein 3. Jahr war ich eben hier im Emil-Isamayer-Haus, weil ich mit Erwachsenen mal arbeiten wollte. Und ich habe einfach gemerkt, dass das mir auf jeden Fall mehr Spaß macht. Ich da mehr fördern kann und auch einfach, ist viel vielseitiger. Also man hat mehr Behinderungsbilder, es ist nicht nur mit gesunden Leuten oder gesunden Kindern. Ich finde es einfach viel interessanter, viel cooler, es ist viel lebendiger einfach. Obwohl Kinder natürlich auch, ne? Die sind ja immer total glücklich und rennen hier und her. Aber Erwachsene ist halt, kann ich mich gerade einfach in den Moment besser hineinversetzen. Wir würden uns freuen, wenn du zu uns ins Team kommst. Die Radiologische Gemeinschaftspraxis Eifelt ist auf der Suche nach Teamverstärkung. Wir freuen uns, wenn du zu uns ins Team kommst. Also Mathematik ist schon wichtig, dass man das so ein bisschen beherrscht, was auch ich persönlich als relativ wichtig empfinde. Da legen die Leute wenig Wert drauf, aber es ist einfacher, um Sachen zu verstehen, das räumliche Denken. Das ist schon tatsächlich sehr wichtig, dass man das beherrscht. Und den Rest, den lernt man eigentlich in der Schule. Auch für die Prüfung, die Sachen, das lernt man alles in der Schule. Wenn man ein bisschen aufpasst, dann sollte man das schon schaffen. Der Arbeiter-Samariter-Bund Hildesheim-Hameln-Pyrmont sucht Teamplayer für verschiedene Bereiche. Da ist vielleicht auch etwas Passendes für Sie dabei. Deshalb schauen Sie bitte für die weiteren Details und aktuellen Stellenangebote auf die Webseite www.asbhildesheim.de/Stellenmarkt. Die Firma Wolfservice Elektromaschinenbau aus Eifelt sucht einen Landmaschinenmechaniker, einen Elektroinstallateur und einen Auszubildenden als Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik. Für alle gilt, egal ob M, W oder D. Alle Bewerbungen bitte schriftlich an Wolfservice Elektromaschinenbau zu Händen Thomas Fischer, Brunkerstieg 2 in 31061 Eifelt. Die häusliche Pflege Sabine Parland sucht noch Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen. Schauen Sie mal. Ich bin unheimlich gerne bei Parland, weil ich unser Team so liebe. Das Johanniter-Krankenhaus Gronau sucht medizinisch-technische Radiologieassistenten oder medizinische Fachangestellte mit Röntgenschein. Natürlich M, W oder D. Nähere Infos erhalten Sie über den QR-Code oder telefonisch unter 05182 583 140. Alle Anzeigen finden Sie natürlich wie gewohnt auch nochmal in Ruhe zum Nachlesen auf unserer Webseite www.leinebergland-tv.de. Und wenn Sie stets auf der Höhe der Zeit bleiben wollen, abonnieren Sie einfach unseren Kanal oder folgen Sie uns auf Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, Xing und oder Twitter und schauen Sie auf unsere Webseite. Dort gibt es neben den Videos auch noch weitere Informationen aus unserer Region, Porträts von Unternehmen, Jobanzeigen, Pressemeldungen und vieles mehr. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, lassen Sie uns gern ein Like da.